Hallihallöche Leute, willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts. Wie ihr gerade gesehen habt, ich habe den Filmcup geschafft und wir wollen damit jetzt mit dem Spiel so allgemein weitermachen. Jetzt geht's gleich raus aus Herkules. Tja, ich hätte nicht geglaubt, dass du es schaffst. Nicht schlecht. Phil, du bist stur wie immer. Tu nicht so, als würde es dich nicht freuen. Mein Junge, du hast doch einen langen Weg vor dir. Die nächsten Runden beginnen bald. Da geht es richtig zur Sache. Und ich meine, dass es dann auch nicht mehr weitergeht. Erstmal, ich glaube, aber wir können noch. Geht das schon? Du kennst die Regeln, oder? Stimmt, man kann das nochmal mit Sora alleine machen. Das werde ich aber dann wann anders machen. Da werden wir, glaube ich, dann mit. Ja, irgendwann später, denke ich mal. Weiß ich noch nicht. Ich will jetzt erstmal die nächste Welt erstmal anpeilen. Und da werden wir jetzt erstmal hier eine Runde speichern. Ganz klassisch und werden dann auf zur nächsten Welt gehen. Wir haben auf jeden Fall eine neue Fähigkeit gelernt, zum neuen Zauber. Wo kann ich eigentlich Zauber nachgucken? Das ist mir gerade ein Rätsel. Sora. Irgendwie kann ich das nicht so richtig nachgucken, glaube ich. Oder? Status, Sora. Ausrüstung, Items, Combo. Rufe Magie, die interessiert mich nicht. Ja, gut, dann halt nicht. Kann ich da hiervon kann man gleich in den Gummi-Chat. Ich vergesse es immer wieder. So, dann hätten wir das eigentlich schon mal geschafft und wollen dann schon mal wieder hier raus. Tor zur Welt. Oder zum Universum wohl eher. So. Sieht eigentlich, wenn ich hier durchs Wurmloch gehe. Komme ich denn direkt nach Tarzan? Wahrscheinlich ja, oder? Nein, okay. Es ist einfach nur eine andere Art und Weise. Naja. Gut. Dann müssen wir wahrscheinlich gleich nochmal eine Runde fliegen. Ich weiß es gerade nicht. So, aber. Das Ganze gerade. Naja, ja, ich wollte irgendwas sagen, aber ist es egal. So, ich hoffe, dass die Dinger sind tatsächlich kürzer. Das ist interessant. Kürzer als die anderen, die wir ja bisher kennen. Sieht irgendwie unheimlich aus, ob es wohl zu neuen Welten führt. Möchte ich denn doch gerne durch. Lass mich da durch. Und ja, wir sind tatsächlich in einem neuen, mehr oder weniger neuen Gebiet angekommen. Und das Ganze wird dann halt. Ja. Ich weiß jetzt gerade nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist einfach nur wieder ein bisschen ballern. Wir kennen das ja, wenn mit dem ganzen Ballern. So, dann. Machen wir hier Piu 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 und dann sollte das Ganze ganz einfach erscheinen. So. War es das schon? Oder kommt da? Die Musik hat sich geändert, warum sich auch immer die Musik geändert hat. Warum auch immer sich die Musik geändert hat, ich weiß es nicht. Ich will das kleine Sternchen haben. Das hat mich natürlich gerade interessiert, was das genau ist. Und irgendwas Spezielles scheinen wir gekriegt zu haben. Wobei ich nicht weiß, was es ist. Oh, das ist die nächste Welt. Erkennt man vielleicht ganz leicht. Aber lassen wir uns überraschen. Akaba landen. Das Schlüsselloch? Die Herzlosen suchen gerade danach. Wir werden es noch rechtzeitig finden. Jetzt bleibt nur noch das.
habe überall nach Jasmin gesucht. Sie ist weg, wie durch Magie. Das Mädchen macht mehr Ärger, als sie sollte. Ihr sagtet, ihr hättet alles unter Kontrolle. Agrabah hat viele Verstecke für Ratten jeder Art. Aber warum sich um Prinzessin Jasmin sorgen? Mit oder ohne sie, diese Welt gehört uns, sobald wir das Schlüsselloch finden. Wir brauchen alle 7 Prinzessinnen der Herzen, um die letzte Tür zu öffnen. Fehlt eine, ist es zwecklos. Nun, wenn die Prinzessin so wichtig ist, werden wir sie finden. Findet Jasmin und bringt sie mir sofort. Setzt euch nicht zu lange der Dunkelheit aus, weil die Herzlosen die Leichtsinnigen verschlingen. Ihre Fürsorge ist rührend, aber nicht angebracht. Ja, man erkennt es vielleicht schon, wir sind in Aladdin gelandet. Also, Prinz Ali, so gut wie nie Alibaba. Und, ja, ich freue mich auf die Welt. Ich, hatte mit einem der besten Sidekicks aller Disney-Charaktere hervorgebracht, die Filme. Aber den werden wir natürlich auch noch kennenlernen. Aber, ja, ein bisschen anderes Setting tatsächlich mal. Wir hatten ja bisher Dschungel und, Wunderland und... Ja. Ja, jetzt haben wir halt die Wüste. Ich finde es ziemlich cool, diese Auswahl, die sie getroffen haben im ganzen Spiel. Im ganzen Spiel über. Und das Ganze wird sich natürlich auch weiterhin so fortsetzen. So, eine Mega-Pauschen haben wir gekriegt. Und können, glaube ich, hier gleich rein. Ja, hier sind halt dann wieder ein paar Sachen zu erledigen, die man so machen kann. Aber vorrangig... Vorher sollte eigentlich alles kein Problem sein. Wir haben ja auch noch eine Kiste. Die haben wir ja schon eben aus dem Winkel gesehen. Mit noch einer Mega-Potion. Ich bin immer dankbar für jede Potion, die wir kriegen. Und das ist halt unsere Notheilung denn immer. So, und mal geheilt und voll gespeichert. Und an die Kiste kommen wir hier durch diese Triotech. Die wir halt dann später noch bekommen werden. Ich werde sowieso gegen Ende des Spiels halt nochmal eine komplette Rundtour machen und uns die alle Kisten irgendwie angucken oder wie man da rankommt. Vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht mache ich das. Ich überlege gerade die ganze Zeit, so ein paar Sachen wären vielleicht sinnvoll, wenn ich das einfach streame. Vor allem halt der Cup und sowas. Weil da lässt sich doch viel mehr machen, als wenn wir hier einfach nur spielen. So, die Hauptstraße. Hauptstraße sind lang und hier sind noch mehr Gegner. Kennen wir ja alles. So. Danke, Donald. Das war äußerst sinnvoll. Es werden gleich übrigens auch noch Ardo-Wampen folgen. Beziehungsweise sie heißen ja, glaube ich, gar nicht Ardo-Wampen, aber ähnlich. Sie funktionieren genau gleich. Also diese dickeren. Die werden hier auch noch in der Welt existieren. Und ja, da kommt alles auf uns zu. Also... Wird ein Spaß. Wird definitiv ein Spaß, diese Welt. Vor allem, weil wir haben hier, wie ihr schon vielleicht seht, relativ enge Kampfplätze. Alles ganz mies teilweise. Aber wir wollen mal eben hier hoch. Aber wenn ich mich recht erinnere, war das... Nein, es war nicht die Story. Aber hier sind auf jeden Fall Welpen. Und, aber... Okay, doch, hier geht's doch weiter. Halbwegs. Der Teppich ist in die Wüste geflogen, aber lass uns weiter die Stadt erkunden. Das sagt Donald, glaube ich, auch nur, weil die Cutscene damit weitergeht. Und hier sind noch mehr Welpen. Ne, ein Final Elixier, okay. Das ist nett. Muss aber gerade überlegen, wenn ich hier rausgehe, komme ich, glaube ich, auch... Komme ich denn da hin? Ach, ich glaube, oben in einer der oberen Bereiche, oder? Nein, okay. Dann ist das alles absolut langweilig. Genau, hier waren ja auch noch Gegner. Das sind, naja, ich vergleiche sie mal so ein bisschen mit Mimikris aus anderen RPGs.
Also getarnte Objekte. Das sind halt auf der Kisten. Und ja. Ja, mehr ist eigentlich nichts zu sagen. Und da unten ist eine Kiste, die kommen wir natürlich auch gleich noch ran. Nachdem wir hier den Gegner besiegt haben. Und da oben kommen wir noch nicht ran. Aber hier rüber kommen wir. So, alle mal eben vernichtet. Aber da hinten kommen wir noch nicht ran. Aber wir können da unten nicht runterspringen. Gut, aber ist kein Problem. So, ist kein Problem. Wir können ja gleich wieder einfach hochsteigen. Ist ja kein weiter Weg, den wir hier haben. So. Aber an die Kiste möchte ich natürlich noch ran, die wir eben gesehen haben. Das sollte eigentlich möglich sein. Wenn ich mich recht erinnere. Ja, das ist sowas von möglich. Und öffnen. Mega Ita. Ich meine, ich nehme alle Items ja gerne an. Das spart alles andere. So, dann wollen wir doch mal zum Lagerhof, was da denn so abgeht. Wer ist da? Hallo? Mein Name ist Jasmin. Mein Vater ist der Sultan von Lakaba. Oh, also bist du eine Prinzessin. Aber er wurde von Jafar gestürzt, der nun über die Stadt herrscht. Jafar? Hast du noch nicht von ihm gehört? Er ist der Großvezier. Er besitzt böse Kräfte und hat Agrabah unterworfen. Er versucht verzweifelt etwas in elendes Schlüsselloch. Jafar hat mich auf der Flucht erwischt, aber er hat mir geholfen. Wer hat dir geholfen? Wir hätten uns in der Nähe versteckt, aber er muss doch etwas erledigen. Oh, ich hoffe, Aladdin ist nichts passiert. Aladdin, wo könnte ich diese Ratte finden? Jasmin, erlaubt mir, euch eine passendere Begleitung zu finden, meine liebe Prinzessin. Diese kleinen Ratten sind eurer unwürdig. Jasmin, lauf! Ah, der Junge mit dem Schlüssel. Tada, und wir dürfen noch weiter kloppen. Das wird in Agrabah sehr viel passieren, aber das sind wir ja mittlerweile gewohnt. In Tarzan sah das ja nicht viel anders aus. Aber wäre auch langweilig, wenn nicht, weil das Kampfsystem ist halt ziemlich gut. Also ich liebe das Kampfsystem von Kingdom Hearts. Habe ich aber schon mich öfters zu geäußert. Aber hier sollen wir weitergehen. Und da sind noch ein paar Gegner. Ja, ein paar langweilige, herzlose Schattenlurche heißen die, meine ich. Man könnte eigentlich mal eine Runde in Jiminis Tagebuch vorbeigucken. Das haben wir noch gar nicht gemacht. Da können wir nämlich auch hier Charaktere haben wir und Herzlose. Und da sehen wir Schattenlurch. Ja. Ist nicht ganz interessant. Eliminiert 339. Sind halt die öftesten. Und hier haben wir halt alle Gegner so ein bisschen im Blick. Auch hier die ganzen Endbisse, die hier so ein bisschen verteilt sind. Hier der aus ja, aus Twilight Town, der aus, nochmal aus Twilight Town, der aus der Insel, der aus Alice im Wunderland und der aus Tarzan, und die werden hier halt alle hinterlegt, was eine ganz coole Sache ist. Also man kann das halt damit zu 100% vervollständigen, habe ich aber bisher noch nie hingekriegt und ich habe es in diesem Let's Play eigentlich auch nicht richtig vor, ich habe das bisher halt noch nicht gemacht, weil das, beziehungsweise ich habe es versucht in der PlayStation-Version, in der PlayStation 3-Version, aber ich hatte noch nicht, ich habe es nicht ganz hingekriegt. Aber es ist halt nicht wichtig, um das Spiel zu 100% lehren, und dadurch, dass wir im Profimodus spielen, kriegen wir auch die geheime Cutscene. Also alles im Lot. So, dann wollen wir nochmal hier die Gegner ausschalten und dann weitergehen zur Hauptstraße. Der Weg sollte einem bekannt vorkommen. Hier waren wir nämlich noch nicht. Okay. Ja, Agrabah ist halt größer, als man jetzt denken würde. Ich muss jetzt allerdings auch wieder hoch. Obwohl, man hätte auch theoretisch andersrum gehen können. Aber jetzt kriegen wir wenigstens ein paar kostenlose Level. Ich meine, warum nicht? So, hier der letzte noch. Dankeschön und... Oh, ihr seid es.
Ihr seid die bösen, bösen, bösen Mistviecher, die sich einfach mal als Vasen tarnen. So, einer und zwei. Haben wir noch einen? Wir haben keinen mehr. Wunderbar, dann gehen wir mal hier die Gegner noch besiegen. Ich weiß, wir haben die schon jetzt einmal besiegt, aber was soll's. Was soll denn der Mist? Ach ja, hier ist ja auch die Magie Gravitas. Habe ich noch gar nicht gezeigt. Ich glaube, die Gegner schweben damit. Ich habe die Welt, um ehrlich zu sein, in keinem Kingdom Hearts Teil eigentlich richtig eingesetzt. Also zumindest aktiv. Deswegen verzeiht es mir, wenn ich sie auch hier nicht ganz so oft einsetze. Wenn ihr meckert, das ist die beste Attacke, ist mir dann relativ egal. Ich setze sie einfach nicht ein und fertig. So, jetzt sind wir hier oben natürlich und muss ich natürlich mal gucken. Ich glaube, wir müssen jetzt hoch zu Aladdin. Okay, es ist ja tatsächlich derselbe Weg. Und wir können auch hier, theoretisch können wir hier unten auch lang gehen. Das macht es sogar noch leichter, vor allem wie da schon Aladdins Haus steht. Das ist interessant. So, oder wir müssen zur Wüste. Ich bin gerade ein bisschen verwundert. Obwohl, da oben hätten wir noch hingekonnt. Hahaha, das mache ich auch gleich mal eben noch. Ich meine, kann man ja alles machen. Wenn sich das auch ein bisschen zögert. Ich will lieber so viel wie möglich vom Spiel zeigen, anstatt nur so ein bisschen durchgeflasche. Aber das Einzige, was für mich nicht Sinn ergebe, wäre halt das Ganze drumherum mit, okay, das geht da lang und wir wollen da lang. Das Ganze immer wieder zeigen der, wirklichen Problemfälle, wie zum Beispiel halt, dass, die Cups. Das gibt für mich keinen Sinn und deswegen lasse ich das auch. Zeige ich einmal und den Rest cutte ich dann einfach ran. Das war böse. Darf ich das mal anmerken? Die Stelle ist sowieso ziemlich gemein. So. Es fehlt noch einer. Oder auch nicht. Gut, dann lass uns mal rübergehen. Und natürlich waren das Gegner. Den habe ich doch ganz souverän getroffen. Und was haben wir hier? Eine Hütte. Okay. So, dann haben wir hier noch ein paar Geld, ein bisschen Geld. Warum nicht? Und noch mehr Gegner. Und wir haben noch mehr Angriffskraft. Klar, warum nicht? Einfach noch mehr Imber sein. Naja, wir genießen das, glaube ich, lieber erstmal, bevor ich da große Töne spucke. So. Ja, gehen wir nochmal heilen. Ich würde sagen, eigentlich die Wüste machen wir am besten im nächsten Part. Das ist jetzt ein schöner Cut eigentlich. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Reinschalten und dabei sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir werden uns im nächsten Mal wiedersehen von Let's Play Kingdom Hearts. Danke fürs Einschalten und bye bye.